Wenn Raubtiere ihre Beute fressen, töten sie sie normalerweise, bevor sie sie fressen. Richtig? Falsch! Viele Raubtiere fangen an, ihre Beute lebendig zu fressen, weil sie sie einfach nicht töten können. Weil ihr Hals vielleicht zu groß ist oder aus verschiedenen anderen Gründen. Wenn du sehen willst, wie das aussieht, dann schau weiter, denn wir zählen 15 Tiere auf, die ihre Beute lebendig fressen. Nummer 15. Otter. Otter schrecken vor keinem Kampf zurück und eine Schildkröte ist da keine Ausnahme. Aber sieh dir an, wie sich dieser Otter an diese große Schildkröte heranschleicht. Der Otter klettert auf den Rücken der Schildkröte und versucht sie auf der Stelle umzudrehen, als ob er sich ihrer Verletzlichkeit bewusst ist. Der Otter lässt aufgrund des Schnappversuchs der Schildkröte los, aber nur für einen kurzen Moment. Der Otter ist fest entschlossen, die Schildkröte umzudrehen, aber das ist eine schwierigere Aufgabe, als er dachte. Schließlich gelingt es ihm und er beginnt, die Schildkröte in den Bauch zu beißen. Da die Schildkröte auf dem Rücken liegt und wehrlos ist, stößt der Otter sie weiter ins Wasser. Ich vermute, der Otter wird heute die Schildkrötensuppe essen und am nächsten Tag zurückkehren, um die Reste aufzuessen. Schildkröten haben keine Chance gegen einen Angriff, wenn sie einmal umgedreht wurden. Obwohl es für den Otter nicht einfach war, die Schildkröte umzudrehen, wusstest du, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es passieren würde. Diese Otter genießen eine köstliche Schildkrötenmahlzeit, nachdem sie einen erlegt und ans Flussufer getragen haben. Du kannst sehen, wie konzentriert sie sind, während sie in das zarte Schildkrötenfleisch beißen. Ich vermute, dass die Schildkröte in kleine Stücke geschnitten wurde. Diese zwei Otter machen der Schildkröte das Leben schwer. Du kannst sehen, wie einer der Otter die Schildkröte am Kopf packt und sie hoch und runter hebt. Ich vermute, der Otter versucht, der Schildkröte den Kopf abzureißen. Nummer 14. Jaguare. Normalerweise jagen Jaguare alleine, aber dieses Paar hat gemeinsam einen Kaiman gefangen. Ein so großes Tier muss viel Fleisch verzehren und in einem Ökosystem mit größeren Beutetieren wie Hirschen, Kaimanen, Parka, Wasserschweinen, Tapiren und großen Fischen leben, die relativ leicht zu jagen sind. Jaguare sind in Costa Rica extrem selten und ihre Zukunft ist ungewiss. Obwohl sie gesetzlich geschützt sind, töten Viehzüchter gelegentlich Jaguare, die eine Vorliebe für Pferde und Rinder entwickelt haben. Diese Jaguare haben zusammengearbeitet. Und der Kaiman ist vielleicht noch nicht tot, aber sie transportieren ihn durch den Wald und beißen ihn wahrscheinlich, solange er noch lebt. Der Kaiman ist noch am Leben, aber er sieht betäubt aus und tut nichts, um sich zu verteidigen. Es sei denn, er ist natürlich schon tot. Nachdem er sich ausgeruht hat, schnappt sich der Jaguar den Kaiman und zieht in den Hügel hinauf an einen sichereren Ort. Nummer 13. Ameisen. Diese Maus beschloss, in der falschen Gegend spazieren zu gehen und wurde von einer Bande gefährlicher Ameisen angegriffen. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer für die Maus ist. Von einer Schlange in einem Zug gefressen zu werden oder diesen schrecklichen Tod durch eine Horde Killerameisen zu erleiden. Es gibt tatsächlich ein paar Mäuse und die Ameisen machen sich einen Spaß daraus, ein paar Neugeborene zu fressen. Eine andere Maus wird von einer bösartigen Ameisenkolonie umschwärmt. Die Maus versucht, sich zu befreien, aber sie ist nicht in der Lage dazu. Die Ameisen greifen von allen Seiten an und einige steigen sogar in die Nasenlöcher der Maus. Mein Körper juckt schon beim Zuschauen. Diese neugeborene Ratte wird von einer Ameisenkolonie aufgefressen und die Ameisen sind relativ groß. Das arme Ding kann sich kaum bewegen und die Schmerzen müssen unerträglich sein. Aber so ist die Natur nun mal. Nummer 12. Dingo. Dingos sind die größten Fleischfresser Australiens und erlegen eine Vielzahl von Beutetieren. Sie sind nächtliche Jäger. Je nach Größe der Beute jagen Dingos allein oder in Gruppen von bis zu 8 Tieren. Der Dingo ist ein Raubtier, das heißt, er durchkämmt das Gelände nach Nahrung und frisst alles, was er findet. Diese Dingos haben ein Reh erlegt und beginnen, es lebendig zu fressen. Das Reh ist wohl zu groß, um es zu erwürgen, also beschließen sie, es zu fressen. Irgendwann erliegt das Reh seinen Verletzungen. Zwei Geschwister haben einen neuen, unwilligen Spielkameraden, nachdem sie einen Waran am Strand entdeckt haben. Der Waran taucht tief genug, um unterzutauchen. Dingos suchen wie alle Raubtiere die Beute, die den geringsten Widerstand leistet. Domestizierte Schafe und Rinder sind das Äquivalent zum Dingo-Fastfood. Die Fähigkeiten der Dingos haben ihnen den Zorn der Viehzüchter eingebracht, die sie als Schädlinge betrachten. Ihre Wut beschränkt sich nicht auf die Beute. Dingos etablieren eine Hierarchie durch Einschüchterung und gelegentliche Kämpfe. Auf diese Weise weiß jeder Hund, welche Rolle er bei der Jagd spielt. Um eine so große und starke Beute wie ein graues Känguru zu erlegen, müssen sie zusammenarbeiten. Kängurus können Geschwindigkeiten von bis zu 72 km/h erreichen und wiegen mehr als 65 Kilogramm. Nummer 11. Kojoten. Dieser städtische Kojote grub einen Teil eines Kaninchen aus, das er zuvor im Garten vergraben hatte. Dann hat er sich in aller Ruhe über den Kadaver hergemacht, ohne zu bemerken, dass er von Menschen beobachtet wurde. Später trug er den Kopf des Kaninchens an einen anderen Ort. Danach hörst du eine Frau, die ihren Hund zurückruft, nachdem sie die Anwesenheit des Kojoten bemerkt hat. Ihr großer Hund bleibt unverletzt, aber er verscheucht den Kojoten, sodass dieser einen Teil seiner Mahlzeit fallen ließ. Kojoten fressen das ganze Tier, einschließlich der Knochen, des Schädels und des Fells, und lassen nur kleine Spuren vom Fell des Tieres zurück.
Nummer 10. Wildhunde. Wildhunde sind erbarmungslos. Dieses arme Warzenschwein wird bei lebendigem Leibe von den Wildhunden zerstückelt, die es von allen Seiten beißen und fressen. Keine Gnade, kein Mitleid, sagt der Wildhund. Die Hunde reißen das arme Warzenschwein in Stücke, aber sie müssen essen und das Warzenschwein ist schön zart. Die Oryx-Antilope bleibt am Boden und glaubt, dass es hier besser geht, aber scheint die Situation nur zu verschlimmern. Doch wenn man die Fakten betrachtet, gibt es kein Besser, wenn es darum geht, von Wildhunden gejagt zu werden. Es ist einfach schrecklich, wenn nicht sogar noch schlimmer. Nummer 9. Hermelin. Dieses Hermelin hat sich ein Kaninchen geschnappt, das um sein Leben kämpft. Das Kaninchen erliegt schließlich nach einem Handgemenge zwischen den beiden. Das Kaninchen ist viel größer als der Hermelin, aber der Hermelin hat kein Problem damit, das flauschige Kaninchen festzuhalten und es in seinen Bau zu tragen, damit er das Abendessen für seine Kinder zubereiten kann. Man kann ein junges Hermelin sehen, das aus dem Bau herausschaut, um zu beobachten, was vor sich geht. Der Hermelin hat gerade einen Hasen erlegt und trägt ihn durch eine Felsspalte in seinen Bau zurück. Das tote Kaninchen passt kaum durch den Spalt, aber der Hermelin zieht kräftig daran und schafft es, es hindurchzubekommen. Der Hermelin kommt aus seinem Bau, um den letzten Teil des Kaninchens in den Bau zu schieben. Plötzlich fängt der Hermelin an zu schreien und versucht panisch aus seinem Bau zu rennen, als würde er von etwas hineingezogen werden. Das ist seltsam, aber wir werden nie erfahren, was der Grund für diese Reaktion des Hermelins war. Schau dir an, wie klein das Hermelin im Vergleich zu dem großen Kaninchen ist. Aber mach keinen Fehler, der Hermelin ist der Angreifer. Das Kaninchen schreit vor Schmerz, aber der Hermelin beißt ihm immer wieder in den Hals, sodass kein weiterer Pieps aus dem Maul des Kaninchens kommt. Nummer 8. Wildschwein. Dies ist ein seltener Anblick eines erwachsenen Wildschweins, das ein Haubenmakakenbaby jagt und frisst. Eine Gruppe von etwa 30 Haubenmakaken fraß auf einer offenen Wiese neben einem erwachsenen Wildschwein. Plötzlich ertönten Alarmrufe der Haubenmakaken, die wie Raubtieralarme klangen. Die ganze Truppe eilte zu der Stelle, an der ein erwachsenes Wildschwein ein Baby angegriffen hatte und begann das noch lebende Tier zu fressen, bis es schließlich vor den Augen der ganzen Truppe verschlungen wurde. Dieses Wildschwein hat ein kleines Reh gejagt und frisst es. Ich vermute, das Wildschwein hat sich ein paar Tipps von seinen Feinden, den Wildhunden, geholt. Wildschweine sind Allesfresser, deshalb sieht man so etwas nicht jeden Tag. Nummer 7. Truthahn. Dieser Truthahn tötet eine Klapperschlange und beginnt sie in Stücke zu reißen. Ich hatte keine Ahnung, dass Truthähne Schlangen töten können und es lieben, sie zu essen. Mit einer Gofferschlange hat dieses Weibchen mehr bekommen, als sie erwartet hatte. Der aufgeblasene männliche Truthahn, dem die Schlange oder die Position des Weibchens völlig egal ist, ist noch lustiger. Dieser Truthahn hält am Straßenrand an, um eine Schlange zu fressen, die scheinbar tot ist. Die Schlange ist noch nicht ganz tot, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie es ist. Der Truthahn scheint sich zu amüsieren, denn er gibt der Schlange den Ritt seines Lebens. Urlauber übernachten im Alabama Gold Camp in der Nähe von Lineville, Alabama. Eltern und Kinder waren auf der Suche nach einem Ort, an dem sie Gold waschen konnten. Als sie sich einer möglichen Stelle näherten, bemerkten sie eine Truthahnhenne, die ihre Brut bewachte. Der Truthahn pickte eine Schlange auf und hob sie auf. Schließlich verjagte sie sie in den Bach. Nach der Suche nach der Schlange beschloss die Familie verständlicherweise, an einem anderen Ort zu schwenken. Ob du es glaubst oder nicht, dieser Truthahn hat gerade einen Adler getötet und feiert ihn. Truthähne sind viel bösartiger und fähiger, als die Menschen sie glauben machen. Dieser Adler wurde von diesem Truthahn getötet. Und ausnahmsweise ist der Raubvogel nicht der Sieger. Nummer 6. Pumas und Berglöwen. Die Art und Weise, wie dieser Puma auf diesen Baum klettert, sieht aus, als würde er militärisch trainieren. Aber die Katze klettert nicht, um ihre Muskeln zu trainieren. Sie klettert, weil sie Nahrung in Form eines leckeren Faultiers sieht. Das Faultier hat keine andere Wahl, als zu hoffen, dass der Puma nicht die Spitze erreicht. Das Klettern des Pumas wird viel schwieriger, wenn sich der Baumstamm spaltet und eine Gabel bildet, sodass die Katze weniger Platz hat, um zu manövrieren und den Baum richtig zu erklimmen. Der Puma kehrt auf den Boden zurück und überlegt sich seine Strategie noch einmal. Die Katze schärft ihre Krallen an der Baumrinde und springt wieder hoch. Diesmal schnappt sie sich das Faultier, aber das Faultier hält sich so gut es geht am Baum fest, obwohl der Puma an ihm zieht. Aber das Faultier gibt schließlich nach und fällt auf den Boden. Der Puma umkreist es und zerrt es auf den Boden, um es zu verspeisen. Dieser Bock wurde von einem Berglöwen erbeutet. Der Bock wiegt wahrscheinlich 140 Kilogramm, im Gegensatz zu den 68 Kilogramm des Berglöwen. Der Berglöwe hält den Bock am Hals fest und versucht ihn zu brechen. Leider ist der Hals des Bocks zu groß für die Raubkatze, sodass sie es nicht schafft. Er bringt ihn zu Boden und versucht ihn zu würgen, indem er die Luft abschneidet. Beobachte, wie der Bock sich wehrt und die Katze tritt, um sie von seinem Hals zu befreien. Man sollte meinen, dass einer dieser Schläge die Katze abschrecken würde, aber das tut er nicht. Sie beißt einfach noch fester zu. Als die Raubkatze merkt, dass der Bock zu groß ist, ändert sie ihre Strategie und beißt den Bock in die Schnauze, woraufhin der Bock verschwindet. Dieser Puma hat ein Guanaco gefangen und würgt es. Der Guanaco wehrt sich lange und der Puma ist nach wenigen Minuten erledigt. Wenn es um die Regulierung der Guanaco-Population geht, ist der Puma der Hauptakteur.
Nummer 5. Fennekfuchs. Diese gehörnte Schlange versucht, einen sicheren Ort zum Verstecken zu finden. Ein grimmiger Feind scheint die Schlange gesehen zu haben. Trotz seines sanftmütigen Aussehens gilt der Fennekfuchs als eines der stärksten Raubtiere in dieser kargen Wüste. Sobald er die Schlange sieht, plant er seine Strategie. Sein geringes Gewicht und seine schnellen Reflexe machen ihn zu einem erbitterten Gegner für die Schlange. Der Fuchs versucht, die Schlange direkt in den Kopf zu beißen. Aber der Spielraum für Fehler ist sehr klein. Jede falsche Bewegung bedeutet den sicheren Tod. Die Schlange versucht verzweifelt, mit dem Fennek Schritt zu halten und seinen Biss zu lenken, um das Blatt für sich zu wenden. Aber der Fuchs ist zu schnell und die Schlange ist erledigt. Eine Schlange ist nicht nur Nahrung, sondern ein Kampf zwischen diesen beiden ist ein Kampf ums Überleben. Hier jagt ein Fennekfuchs eine viel kleinere Beute, aber es ist immer noch ein Skorpion. Der Fuchs scheint die Kunst zu beherrschen, gefährliche Beute wie Schlangen und Skorpione anzugreifen. Und dieser Skorpion weiß das und versteckt sich zwischen dem hohen Gras. Aber der Fuchs zieht ihn heraus und beißt ihn weiter, damit er nicht gestochen wird. Nachdem der Fuchs den Schwanz des Skorpions abgebrochen hat, kann er sich entspannen und den Rest des Skorpions ohne Sorgen essen. Nummer 4. Vögel. Dieser Vogel sieht aus wie ein erfahrener Schlangenjäger. Wenn er sich diese kleine Schlange schnappt, sieht es fast so aus, als würde er im Garten Blumen pflücken, nur dass wir alle wissen, dass er dabei einen Mord begeht. Dieser Schlangenadler hat eine Schlange erwischt und hält das Reptil fest in seinen Krallen. Die Schlange ist unbeweglich, also bin ich mir nicht sicher, ob sie tot oder lebendig ist. Aber der Adler scheint nicht besorgt zu sein. Der Adler beschließt schließlich, ein paar Bissen von der Schlange zu nehmen und genießt seine Mahlzeit. Ein anderer Adler hat eine Schlange vernichtet. Du kannst sehen, dass die Schlange zahlreiche Wunden am Körper davongetragen hat. Und der Adler überlegt gerade, wann er das Reptil verspeisen wird. Dieser Sekretärvogel ist ein Schlangentöter. Du kannst sehen, wie der Vogel die Schlange mit Leichtigkeit tötet, indem er auf ihm herumtrampelt. Es handelt sich nicht um irgendeine Schlange, sondern eine Kobra. Das beweist, was für ein Killer der Sekretärvogel ist. Nummer 3. Streifenhörnchen und Eichhörnchen. Dieses niedliche Eichhörnchen frisst einen Vogel. Es hat es sich auf einem Baum bequem gemacht und frisst sich durch sein armes Opfer. Dieses muntere, kleine Streifenhörnchen schnappt sich die Schlange und macht Hackfleisch aus ihr. Normalerweise ist es umgekehrt, aber dieses Mal ist das Streifenhörnchen der Angreifer. Die Schlange ist noch am Leben, als sich das Streifenhörnchen durch sie hindurchfrisst, bis der kleine Kerl den Kopf der Schlange beißt. Dieses unschuldig aussehende Eichhörnchen schafft es, eine langnasige Schlange zu töten. Die Schlange bewegt sich noch, als das Eichhörnchen in sie hineinbeißt. Das ist eine ziemlich große Schlange und ich bin überrascht, dass sie einem so kleinen Raubtier nicht viel mehr Widerstand leisten konnte. Ich habe schon öfter gesehen, wie Eichhörnchen Schlangen getötet haben. Aber das ist keine kleine Schlange. Nummer 2. Katzen. Er war in der Ferne zu sehen, aber er war unverwechselbar. Die Schaulustigen gingen so nah heran, wie sie konnten, aber es war immer noch ziemlich weit weg. Es war schwierig zu filmen, weil es windig war, aber ein starker Hitzeschleier herrschte. Trotzdem saßen sie eine lange Zeit da und beobachteten ihn. Er entdeckte etwas und flog mit halsbrecherischer Geschwindigkeit davon. Schnell fing er einen Savannenhasen und erlegte ihn. Der Karakal fraß das unglückliche Tier, aber die meiste Zeit war es im langen Gras versteckt. Dann tauchte er zu ihrer Freude wieder auf, trug die Überreste des Kadavers und kam auf sie zu. Was für ein großartiger Anblick einer schönen Karakalkatze. Luchse können 1,8 bis 2,7 Meter in die Luft springen und fressen fast alles. Aber Baumwollschwanzkaninchen wie dieses stehen häufig auf ihrem Speiseplan. Um das Kaninchen sicher und schnell zu töten, sticht der Luchs mit einem tödlichen Biss tief in den Nacken und durchtrennt dabei oft das Rückenmark. Auch hier wirft der Jäger in typischer Katzenmanier sein Futter umher, bevor er sich an einen abgelegeneren Ort begibt, wo er in Ruhe und ungestört essen kann. Ein Produktionsteam entdeckte kürzlich einen Luchs, der getarnt hinter einem Felsen kauerte, bereit zu jagen, während es eine Gruppe von Markors beim Grasen in einem Naturschutzgebiet filmte. Ein Luchs pirschte sich an einen einjährigen Markor heran und tötete ihn erfolgreich. Eine dramatische Szene, die nur wenige je gesehen haben. Der Luchs im Himalaya ist eine der schwer zu fassenden und mächtigsten Katzen in diesen Bergen, die nur vom berühmten Schneeleoparden übertroffen wird. Als Spitzenprädator ist der Luchs entscheidend für das Gleichgewicht und die Gesundheit des komplexen Bergökosystems. Nummer 1. Komodowaran. Wenn ein Komodowaran eine Beute wie in diesem Video angreift, verschwendet er keine Zeit. Er deckt den Tisch, schnappt sich Gabel und Messer und stürzt sich darauf, auch wenn die Beute noch lebt und schreit. Du kannst sehen, wie der arme Wasserbüffel versucht sich zu wehren, aber der Komodo beißt ihm Fleischbrocken aus dem Körper. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses arme Tier stirbt. Und unter diesen Umständen wäre früher besser als später. Die Komodos greifen ein Pferd an, dem das Drachengift bereits injiziert wurde. Es ist also eine Frage der Zeit, bis es verblutet und zu Boden fällt, damit sich die Drachen an ihm laben können. Wenn das Pferd am Boden liegt, greifen die Komodos an.
Einige dieser Jagden waren schwer zu beobachten, aber die spektakulärste war der Luchs, der diesen riesigen Hirsch erlegt hat. Eine so kleine Katze, die trotzdem ein so großes Tier erlegt. Welche Jagd hat dir am besten gefallen? Lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Da hast du es, unser Countdown der 15 Tiere, die ihre Beute lebendig fressen. Bitte hinterlass uns einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um Spaß zu haben. Um unsere neuen Videos zu sehen, sobald sie hochgeladen werden, klicke auf das Benachrichtigungssymbol. Das war's für den Moment.